Ja, nach den ganzen tollen Bildern ist mir bei der Vorbereitung für diesen Abschluss, das soll kein Vortrag sein, für die abschließenden Worte, kam mir da eigentlich eine tolle, wieder mal Facebook, ein toller Facebook-Eintrag zugute. Denn unser toller Einladungsfilm, den Sie ja alle gesehen haben, diese 30 Sekunden, der wurde geteilt auf Facebook. Wenn ich jetzt zum Beispiel diese Zahlen einfach mal hinwerfe, 70% dieser FFH-Lebensräume, das ist ein europäisches Nutzwerk, Schutzgebietsnetz, sind in einem schlechten oder unzureichenden Zustand. Da sind wir in Augsburg besser. Aber auch bei uns ist natürlich so, dass Tiere und Pflanzen gefährdet sind. Und dass wir hier auch die Probleme haben, dass sie kurz vorm Verschwinden sind, wie zum Beispiel die Kreuzotter oder auch die ganzen Orchideen, die in den Filmen gezeigt worden sind und verschiedene Tagfalterarten. Und natürlich passiert auch bei uns im Schatzwald einiges, was uns nicht besonders erfreut und was eigentlich auch so typisch ist für eine Großstadt. Sie erinnern sich vielleicht an die ganzen Schlagzeilen der letzten Jahre. Das Schlimmste, was uns passiert ist, dass wirklich unser Wanderschäfer niedergeschlagen worden ist. Das war im Jahr 2010. Aber dass auch die Diebe unterwegs sind und hier diese seltenen Orchideen, die wir mit Steuermitteln letztendlich erhalten und wo wir wirklich versuchen, hier ein gutes Leben zu garantieren, ausgraben. Oder auch hier, dass solche Sachen wie diese 300 Jahre alten Bäume, diese wunderschönen Kiefer in der Dürrenastheide verschandelt werden. Vermüllte Biotope, die Hundekotproblematik spielt eine ganz wichtige Rolle. Doch was kann man tun dagegen? Also da gibt es jetzt mehrere Möglichkeiten. Einmal Wut, Empörung, Konfrontation, Polarisieren. Was wir als Landschaftspflegeverband machen, ist, dass wir eher auf Information, auf die Kooperation und die Integration setzen. Und bevor ich Ihnen das jetzt näher erläutere, möchte ich auf drei ganz mächtige Verbündete mal eingehen, die wir im Naturschutz haben. Das sind Verbündete, die sind uns gar nicht so bewusst, aber sie sind extrem mächtig und wir sollten eigentlich mit diesen Verbündeten viel mehr zusammenarbeiten. Bei diesem einen Bild und bei den ganzen Bildern, die wir jetzt auch in bewegter Form gesehen haben, fällt allen der eine Verbündete eigentlich regelrecht sofort ein. Das ist die Schönheit. Wer einmal auf der Königsbrunner Heide Anfang Juli war, der wird nicht umhin können zu sagen, natürlich muss man dieses Naturod muss man unbedingt schützen, erhalten und da lohnt sich jeder Euro, den wir dafür einsetzen. Aber es gibt natürlich auch die, die sagen, okay, ich wohne in Augsburg und wie hat der Brecht so schön gesagt, das Schönste an Augsburg ist der Weg nach draußen, die Bahn nach München. Es ist natürlich auch die Bahn ins Allgäu oder wir können ins Altmühltal. Auch da gibt es schöne Landschaften. Was brauchen wir hier in Augsburg, diese Landschaft? Aber diese Landschaft in Augsburg hat das nächste Schöne. Das ist nämlich eine einzigartige Landschaft. Wir können da wirklich stolz drauf sein, wir Augsburger. Die Königsbrunner Heide in der Ausprägung gibt es nicht nochmal irgendwo. Und die Münchner haben die Garchinger Heide, aber sie haben nicht die 500.000 Sumpfgladiolen und die vielen anderen Arten, die wir haben. Diese Königsbrunner Heide, diese Lechheiden im Schatzwald Augsburg sind wirklich was Einzigartiges, was Charakteristisches für Augsburg. Und wenn wir von dem tollen Rathaus reden, wenn wir von der Fugerei reden und von den Wassertürmen am Roten Tor, dann müssen wir auch von dieser fantastischen Kulturlandschaft im Stadtwald Augsburg reden. Und dann gibt es natürlich die Neoliberalen, die sagen, oh, das ist alles schön und gut, aber wir müssen eigentlich ganz andere Dinge in den Blickpunkt setzen und wenn das reinpasst ins Konzept, dann ist schön und gut, aber es gibt systemrelevantere Dinge, die wir beachten müssen. Wir brauchen Wachstum, wir brauchen ein großes Bruttosozialprodukt und da kann man antworten, wir haben noch den dritten Verbündeten, das ist das Bedeutungsvolle. Der Stadtwald Augsburg ist extrem bedeutungsvoll, weil dieser Artenreichtum immer auch ein Indikator dafür ist, wie wir mit unserer Umwelt umgehen. Und er ist ein Indikator dafür, dass wir zum Beispiel sauberes Trinkwasser gewinnen können. Eine Artenvielfalt im Stadtwald Augsburg bedeutet, dass wir Ökosystemleistungen erhalten vom Stadtwald, die uns in den ganzen Lebensbereichen, die uns betrifft, auch nutzen können. Und wir leben ja in einer Gesellschaft, wo wir immer wieder gerne alles in Formeln packen, was wir nicht ganz verstehen. Und ich habe mir mal über, also schon vor einigen Jahren, und diese Formel haben wir jetzt verfeinert, das ist die sogenannte MIWÖ-Formel. Also das ist die Formel zum erfolgreichen Naturschutz. Das ist also M mal I mal W mal Ö gibt gleich erfolgreichen Naturschutz. Und M ist das Machen, das Handeln. Das I ist die Identifikation, die Begeisterung und das Gemeinschaftsgefühl. W ist der Faktor für Wissen, Verständnis und Problembewusstsein. Und Ö ist die Breitenwirkung und die Öffentlichkeitsarbeit. Und bei der Formel gibt es eine ganz einfache Regel zu beachten. Das ist der erfolgreiche Naturschutz. Eine ganz einfache Formel zu beachten. M, I, W und Ö müssen immer größer als 1 sein. Dann ist auch
der erfolgreiche Naturschutz größer als 1. Wenn man es andersrum betrachtet, ist, und das ist die große Gefahr, wenn wir M, I, W oder Ö vernachlässigen, also hier zum Beispiel eine 0,1 haben, dann können wir bei M, bei den anderen so viel haben, wie wir wollen, wir verkleinern den Erfolg im Naturschutz. Das ist die Formel für erfolgreichen Naturschutz. Und wir machen das als Landschaftspflegeverband. Wir machen das. Wir machen im wahrsten Sinne viel. Bevor ich Ihnen das zeige, ist aber das Grundprinzip für Biotoppflege mal hier an einer Skizze dargestellt. Wir haben also im Stadtwald Augsburg, wie überall anders auch, haben wir verschiedene Biotoptypen, die hier so in der Landschaft verteilt sind. Und unsere Aufgabe ist es, diese Biotoptypen zu erhalten. Nun sind sie aber leider zu klein geworden in den letzten Jahrzehnten und Jahrhunderten, um die Artenvielfalt auch wirklich dauerhaft erhalten zu können. Deswegen müssen wir dafür sorgen, dass diese Biotoptypen größer werden. Das heißt, wir entbuschen, wir machen aus einer Heide, die 3 Hektar hat, eine Heide, die 10 Hektar hat. Und als nächstes müssen wir aber dafür sorgen, dass die Lebewesen, die dort leben, dass die auch zueinander finden können, dass die andere Lebensräume besiedeln können. Und deswegen müssen wir diese Flächen miteinander vernetzen. Das ist letztendlich das Arbeitsprinzip des Landschaftspflegeverbandes und das schlägt sich dann in diesem Zeitfinanzengefüge so dar, dass wir natürlich immer mehr Geld brauchen über die Jahre. So sieht die Landschaftspflege aus der Luft aus. Das ist die Königsbrunner Heide. Und Sie sehen, ganz untypisch für Schwaben, wir mähen unregelmäßig, wir lassen viel stehen, wir machen das ganz unsauber und das machen wir bewusst. Aber deswegen will ich Ihnen das Bild gar nicht zeigen, es geht um diese Flächen hier. Wir haben also jede Menge Mähflächen und wir haben in den letzten Jahren, 2005 bis 2016, unsere Mähflächen mehr als verfünffacht. Also das liegt nicht nur im Stadtwald, sondern im gesamten Stadtgebiet. Das liegt daran, dass die Stadt uns weitere Biotope gegeben hat, die wir vorher nicht gepflegt haben. Das liegt aber auch daran, dass wir diese Flächen tatsächlich auch vergrößert haben. Und wir haben was anderes gemacht und das ist tatsächlich jetzt im Schatzwald und das möchte ich heute nochmal ansprechen, weil das ein wirklicher großer Meilenstein ist. Und da vielen Dank, Herr Dr. Oetelinger, dass die Stadtwerke da so mitmachen. Wir haben hier einen Biotopverbund hergestellt, der sich wirklich sehen lassen kann. Rot sind hier die Biotopflächen des Landschaftspflegeverbandes, das ist also im Stadtwald Augsburg. Und blau sind die Wasserleitungstrassen. Und diese Trassen, die müssen in regelmäßigen Ständen offen gehalten werden, Herr Dr. Oetelinger, damit man im Notfall an die Leitung heran kann. Und das haben die Stadtwerke bisher gemacht, dass sie alle paar Jahre das einfach mal gemulcht haben. Wir haben jetzt gesagt, lasst uns das doch jedes Jahr mähen. Und dann haben wir hier einen wunderschönen Verbund zwischen den einzelnen Heideflächen und schaffen selbst auf den Leitungstrassen Heidestandorte, damit Arten wie der Mohrenfalter, die Goldschrecke oder auch die Kreuzotter hier wandern können. Und somit haben wir jetzt abschließend in diesem Jahr 24 Kilometer solcher Waldinnenränder entwickelt. Wenn man die so durchschnittlich 10 Meter breit rechnet, haben wir fast 24 Hektar weitere Mähfläche. Und im Vergleich dazu, Lechheiden sind es rund 70 Hektar. Das sind jetzt ungefähr Angaben. Und jetzt nochmal hier dieser kleine Werbeblock. Sehr geehrte Damen und Herren, schließen Sie bitte Regenio-Tarife ab, weil wir können mit dem Erlösen aus dem Regenio-Tarif diese Maßnahmen kofinanzieren. Der Freistaat gibt uns 70%, über den Regenio-Tarif kriegen wir 20% und damit können wir wirklich diese herausragenden Biotopverbundmaßnahmen umsetzen. Hier mal einige Bilder aus dieser Maßnahme. Zwei unserer Landwirte sind heute auch da, Herr Sürch und Herr Süßmeier. Also hier passiert gerade Landschaftspflege. Das ist also diese Entbuschung dieser Leitungstrassen. Und hier diese, sieht sehr rabiat aus. Ja, auch das ist Landschaftspflege mit einem Forstmulchgerät. Aber im nächsten Jahr blüht es hier und wir werden hier wahrscheinlich schon die ersten seltenen Falter auf ihrer Wanderung beobachten können. Und das ist letztendlich die Identifikation, die Begeisterung, das Gemeinschaftsgefühl. Was uns Landschaftspflegeverbände ausmacht, ist, dass wir paritär arbeiten. Wir wollen alle in einem Boot haben, wir wollen nicht gegeneinander, sondern miteinander arbeiten. Wir pflegen die Landschaft und das Miteinander. Und hier in dem Bild sind all die Partner, die wir im Boot brauchen, um unsere Arbeit zu machen, sind vertreten. Da sind Stadträte mit dabei, da sind Landwirte und Forstwirte mit dabei, da sind die Naturschutzverbände mit dabei. Und nur so kann es funktionieren. Aber die Identifikation, die ist natürlich nicht nur etwas, was wir bei den Stadträten und bei den Leuten brauchen, die vor Ort aktiv sind, sondern wir müssen natürlich in einer Stadt auch dafür sorgen, dass wir die Jugend, die Kinder mit ins Boot holen und ihnen erklären, was das Besondere am Schatzwald ist. Und hier haben wir uns vor einigen Jahren, schon vor über 10 Jahren überlegt, wir wollen hier Biotoppatenschaften, Naturpatenschaften ins Leben rufen. Und diese Patenschaften,
Die haben wir immer weiter professionalisiert. Es gibt mittlerweile 30 solcher Patenschaften, Schulen, Kindergärten, Jugendgruppen von Vereinen, wir haben sogar eine Seniorengruppe, kümmern sich um ein spezielles Biotop. Sie gehen dorthin unter Anleitung und machen was. Und danach gehen Sie mal im Sommer dahin und schauen, was das, was Sie da machen, was das bewirkt hat. Und dazu gibt es dann noch solche Faltblätter hier, die Sie dann mit einer Unterhilfestellung einer Grafikerin erstellen können. Wir drucken 500 Stück von denen und die dürfen Sie dann in Ihrer Schule, in Ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis austeilen und können voller Stolz zeigen, was das Besondere an der Natur in Augsburg ist. Wir arbeiten aber auch mit dem Wissenschaftszentrum der Uni Augsburg zusammen, hier zum Beispiel mit dem WZU. Das sind alles angehende Biologielehrerinnen und Biologielehrer. Ich bin ganz froh, dass ich bei dem Bild hinten mit dabei bin, weil meine Frau ist da und bei den beiden Bildern, also das habe ich nicht fotografiert, aber Sie können sehen, Landschaftspflege kann auch in anderer Hinsicht sehr angenehm sein. Wir am Freitag eröffnen wir, und das ist der nächste tolle Werbeblock, es wird jetzt in nächster Zeit ein Pressetermin nach dem anderen hageln, unsere multimediale Erlebnisstation Lechheide. Die ist entstanden im Rahmen eines Biodiversitätsprojektes. Das Ding hier hat insgesamt über 30.000 Euro gekostet. Das wird ein riesen Touchscreen, wo wir die gesamte Geschichte der Augsburger Lechheiden mit Filmen, mit Ton, mit allem drum und dran dem Publikum des Augsburger Botanischen Gartens präsentieren. Und ich darf Sie alle jetzt schon herzlich einladen, sich das anzuschauen. Kommenden Freitag um 12 Uhr wird Umweltreferent Erben diese Station einweihen. Auch der Zoo ist mit im Boot. Wir haben im Jahr 2009 hier dieses Gehege für heimische Schlangenarten im Zoo eröffnet. Da haben wir die Fördermittel dafür aufgetrieben. Und nebendran gibt es auch noch heimische Amphibienarten. Frau Janschke hat mir gesagt, dass das eines der bestbesuchten Anlagen letztendlich ist im Zoo Augsburg. Und ja, das macht uns sehr stolz, weil man hier wirklich mal die Kreuzotter sehen kann. Wir sprechen immer davon, aber es gibt nur wenige Menschen, die sie draußen vor Ort auch wirklich zu Gesicht bekommen. Ja, und natürlich dann unser Paradeprojekt mit den Przewalski-Pferden im Stadtwald Augsburg, die natürlich, und das ist das Wichtigste, gute Naturschutzarbeit machen, die was dazu beitragen, dass wir Arten erhalten können, aber die natürlich ein fantastischer Transformator sind von unseren Ideen, von unseren Überlegungen in die Stadtgesellschaft hinein. Und wir gucken natürlich auch, dass wir unsere Maßnahmen finanzieren. Wir wollen nicht immer in den Stadtsäckel greifen. Wir wissen, dass Augsburg da manchmal schon Probleme hat und die Landschaftspflege nicht immer das ist, wo man am meisten investiert. Aber wir versuchen dann halt staatliche Fördermittel zu akquirieren. Und Sie sehen hier mal, wie das in den letzten Jahren so gewachsen ist. Also 1995, als wir gegründet worden sind vor 20 Jahren, hatten wir noch deutlich unter 50.000 Euro. Und in diesem Jahr haben wir einen neuen Spitzenwert im Jahr 2014 von fast 300.000 Euro an staatlichen Fördermitteln, die wir nach Augsburg holen. Ja. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, alles rosa Brille oder was? Das können Sie selber entscheiden, ob wir alles rosa Brille sehen. Jetzt brauche ich einen Zettel. Was passiert aber mit den Filmen, die wir jetzt heute gesehen haben? Es wird diese Filme ab dem 20.03., also am kommenden Freitag, auf unserer Wasserleben-Homepage geben. Dann können Sie sich anschauen, teilen Sie es eifrig per E-Mail, per Facebook und was es sonst noch für soziale Medien gibt. Und wir hoffen natürlich auch, dass auf anderen Internetseiten, die gut besucht werden, diese Filme zu sehen sind und diese Filme auch verbreitet werden. Also ich habe nichts dagegen, wenn die Stadt Augsburg in ihrem Stadtmarketing es für, also wir stellen die Filme zur Verfügung, kostenlos, selbstverständlich. Und wenn die Stadt Augsburg das auch wirklich verbreitet, das wäre auch auf einer prominenten Seite natürlich. Regio Augsburg, Stadtwerke machen es wahrscheinlich sowieso. Und wir können diese Filme natürlich auch überall präsentieren. Das ist gar kein Problem, diesen Film auch mal im Stadtrat zu zeigen oder in verschiedenen Ausschüssen, im Umweltausschuss. Rainer Erben könnte das mal, zumindest einen dieser Filme ja gerne auch mal zeigen.
Und diese Filme sollen nutzbar sein für den Schulunterricht. Wir haben extra Arbeitsblätter entwickelt, die draußen ausliegen. Einige Lehrerinnen, Johanna Winter habe ich zumindest gesehen, ist da, sind ja unter uns. Und ja, das wäre natürlich super für den Einstieg, mal im Unterricht die Filme angucken und dann draußen diese Lebensräume live anzuschauen und sich mit diesen Lebensräumen zu befassen, damit dann wirklich auch alle Augsburger Kinder wissen, was die Sumpfgladiole ist und den Unterschied kennen zwischen einem Brunnenbach und einem Lech. Ja, und damit möchte ich Danke sagen. Und wenn ich Danke sage, dann nicht jetzt so ganz allgemein, sondern ich möchte einfach wirklich auch noch die Gelegenheit nutzen, einige zu nennen, die heute noch nicht genannt worden sind. Und einige zu nennen, die schon genannt worden sind. Es ist einerseits natürlich die Stadtwerke Augsburg, die hier wirklich diesen Film maßgeblich mit unterstützt haben. Nicht nur finanziell, das ist das eine, aber auch ideell war das eine tolle Unterstützung. Wir durften in alle Gebäude rein, wir durften mal in einen so einen Brunnenschacht hineinklettern. Sie haben es ja gesehen. Wir wurden aber auch ganz maßgeblich, und das haben Sie vielleicht erkennen können bei einigen Interviewsequenzen, vom Klassikradio unterstützt. Wir durften dort die Räumlichkeiten nutzen. Herr Kubak hat uns da also wirklich alles umsonst gegeben und uns Einlass gewährt. Ja, dann ist ein Partner, der mir immer ganz besonders am Herzen liegt, der Naturwissenschaftliche Verein für Schwaben. Also uns verbindet wirklich sehr, sehr viel. Michael Merlein und alle, die da sind vom Naturwissenschaftlichen Verein, vielen Dank für eure Mitarbeit. Das war wirklich ganz toll, dass ihr uns all eure Arbeit zeigt und dass ihr überhaupt uns als Landschaftspflegeverband so unterstützt. Ein Dank an den Zoo Augsburg, nicht nur für diese tolle Unterstützung bei dem Film, sondern wir haben ja ständig irgendwie neue Projekte miteinander, wie auch diese Beweidungsprojekte. Kleeblattfilm, Stefan, danke. Ihr habt echt tolle Sachen gemacht und ich glaube, da sind wir uns alle einig, die Filme, die sind gelungen. Ja, dann haben wir ja einen Rhetorik-Ass heute unter uns, haben wir ja gesehen. Der Herr Beck von der Region Augsburg, Geschäftsführer, hat auch mitgemacht. Vielen Dank für die Unterstützung in dem Film und ich wirklich würde mich freuen, wenn die Region auch mit diesen Filmen wirbt und das Teil des Stadtmarketings ist. Ich möchte mich bedanken bei der Stadt Königsbrunn, an allen, die da sind und bei der Stadt Augsburg, mit Rainer Erben, auch, dass wir hier einfach Forst, ja, Jürgen Kircher, danke, dass ihr uns da auch unterstützt und dass ihr diese Dinge, die wir hier machen dürfen, machen lasst. Ans Naturmuseum Königsbrunn, Günter Groß ist auch unter uns. Dann habe ich hier unter uns haben wir einen ganz großen Kritiker. Ich bin mal gespannt, was der Herr Guggemoos, wo ist er? Da, hallo Herr Guggemoos, was er nachher, er kommt auf mich zu und sagt mir bestimmt die ganzen Fehler, die in den Filmen drin sind. Herr Guggemoos ist letztendlich derjenige, der hier wirklich die tollsten Informationen über den Stadtwald hat, der sich am allerbesten mit den Bächen und den Kanälen auskennt und der uns da wirklich hingeführt hat und das auch weiterhin hoffentlich tut. Den Herrn Sürch und den Herrn Süßmeier, die hier auch immer zur Verfügung stehen bei dem Film. Ich meine, das sind Landwirte, die hier ihr Geld mitverdienen mit der Landschaftspflege. Und dann kommt dann der Stefan Heinrich mit seiner Drohne und sagt, kannst du jetzt nochmal links und rechts rum und jetzt fahr mal über die Kamera, wie man gesehen hat, aber mach sie nicht kaputt. Ihr habt alles mitgemacht. Vielen Dank dafür. Last but not least. Als Geschäftsführer steht man immer hier vorne und ihr habt mich nett genannt. Aber es gibt noch einen ganz, ganz wichtigen Akteur und das ist wirklich, das muss man einfach mal sagen, das ist der Norbert Pantel, mein Kollege. Was der Norbert hier an Arbeitszeit reingesteckt hat, das macht er alles auf Arbeitszeit, aber was er hier an Arbeitszeit, an Ideenreichtum reingesteckt hat, wie er an den Texten gefeilt hat, wie er mit dem Stefan an dem Schneidetisch saß, also das ich weiß es, es waren unendlich viele Stunden und ich glaube, dieser Einsatz hat sich wirklich gelohnt. Norbert, das ist echt alle Achtung wert. Vielen Dank. So, jetzt bin ich mit meinem Dank am Ende. Ich hoffe, ich habe jetzt nichts vergessen. Eins werde ich auf gar keinen Fall vergessen. Ich möchte Sie jetzt alle noch einladen für einen kleinen Umtrunk. Schauen Sie sich die Kameradrohnen an. Ich glaube, einige Leute aus deinem Team stehen auch für Rückfragen zur Verfügung. Versorgen Sie sich mit den Infobroschüren, die draußen liegen und bleiben Sie am Ball. Genießen Sie den Stadtwald Augsburg und unterstützen Sie unsere Arbeit. Am besten mit dem Regenio-Tarif, würde uns freuen. Vielen Dank.